gleich was zu essen und dann bin ich vermutlich bis spät in die Nacht unterwegs. Okay. Na dann. Na denn. Ich weiß noch nicht, was ich erstmal will. Das ist immer das Problem, vor allem wenn man zu viel zu Hause hat. Also ich hatte mir vorhin Fischstäbchen mit Pommes gemacht, aber ich hatte überhaupt keinen großen Hunger. Deswegen hat mein Freund die dann einfach gegessen. Ich hatte keinen Hunger. Und Mandarinen hatte ich vorhin noch gegessen. Waren zwar leider nur Dosenmandarinen, aber es ging trotzdem. Das da ist ein schöner Vogel. Ich weiß nicht, ob das was von Außerhaus. Ah, okay. Ja, ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich glaube, das letzte Außerhaus war... ein Döner, glaube ich. Pizza oder Döner? Und so ein schöner Tor. Tut mich. Jo. Kommt in die Trophäensammlung. Scheiße, ich habe gar keine. Egal, wir töten die trotzdem. Aber er hätte uns ja eh angegriffen, ne? Damit rechtfertige ich das einfach. Döner hatte ich auch lange nichts. Das ist eine gute Idee. Ja, ne? Also manchmal habe ich auch gute Ideen. Denkspur von Leuten, die schon wieder werden sich hier wohl eher nicht blicken lassen. Ja, wenn sie sich hier nicht blicken lassen, brauche ich keine Falle auslegen. Aber Gyros. Gyros ist auch lecker. Mein wöchentlicher Fleischtag, da geht das. Ah. Fleisch ist gut. Natürlich in Maßen. Aber Fleisch ist gut. Ich fühle mich beobachtet und gestalkt. Aber schöner Vogel, Dera. Wie viele Seelen muss ich verkaufen? Weißt du, und dann sagt man immer, ich stalke, ne? Das ist so... Ich esse maximal einmal die Woche Fleisch. Oh. Echt? Ich weiß gar nicht, ich glaube, bei mir kommt das schon zwei, dreimal. Aber, ja gut, heute war Fisch dran. Es gibt auch Tage, jetzt habe ich nicht gewesen. Es gibt auch Tage, da esse ich zum Beispiel nur Brot oder Brötchen. Oder Salat. Aber Salat hatten wir nicht eingekauft, leider. Bei Gurkensalat hätten wir machen können. Hier könnten einige Wiese auftauchen. Machen wir mal. Ah, hallo, Wiesel. Sachchen. Kommt der mal, kleinen Wiesel? Fettes Großwiesel. Ah, ja. Das haben wir. Stimmt, warum rette ich eigentlich nicht? Weißt du, ich rede vorhin noch, wie toll es ist, Reittiere zu haben. Vergesse aber selber meins zu benutzen. Einfach ich. Ja, um meinen Fall aufzustellen. Ja, gleich drei Großwiesel. Hi. Kommt der. Renn da nicht hin. Den Vogel möchte ich nicht. Wird ein bisschen schwierig werden, alle auf einmal.
Das hätten wir. Ein goldenes Pferdchen. Ich darf nicht fliegen. Gut, schlug. Zu Süden. Das ist ja echt cool, dass man nichts looten muss in dem Spiel. Ja, das ist echt gut. Und Ost. Kein, was ich mitnehmen will, irgendwas nicht. Dafür kannst du ja die Sachen, die du nicht brauchst, quasi auch verkaufen. Ist zwar nur ein schwacher Trost, aber... Wie ist das die Frage? Ist das Südost da hinten gemeint, oder... Hi. Komm runter. Dadurch verliere ich immer den Überblick, den ich jetzt habe. Weiter. Also ich habe tatsächlich das meiste, was ich dann irgendwie bekommen habe, einfach immer verkauft. Schlimm ist es nur, finde ich, wenn man in den Innis drin ist und vergisst, bei den Items auf Kassen zu drücken. Und dein Inventar mit Sachen vollgemüllt, während du dich überhaupt nicht brauchst. Und das dann auszusortieren. Gut, meins ist größtenteils voll, weil ich einfach horte. Meine. Hier. Gewartet. Dann. Achso, ich glaube, das hier. Das war noch meins. Das hier ist noch was für Kaya. Aber die Kaya-Lage kommt ja sowieso nicht. Diese Dinger hier kann man später noch einlösen. Also abgeben. Dann kriegt man dafür was. Dann ganz viel für Gold, fürs Gold-Saucer. Dann zum... Ne, projizieren noch ein paar Sachen. Vertränke, die ich eigentlich gar nicht brauche. Also bei mir geht's sogar. Am schlimmsten ist das Arsenal. Das Arsenal... Ich will das Arsenal aufrufen. Also das Arsenal ist bei mir mehr als... voll. Wovon ich die Hälfte wahrscheinlich gar nicht brauche. Wobei manche Sachen wie das hier zum Beispiel muss ich mal in die Kommode legen. Hab da so golden und silberne Schokobo-Federn. Oh. Hab ich welche? Nee. Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob Mira oder Dera das wissen. Also meistens steht ja die Erklärung mit dran, aber ich glaube, ich habe sie immer verkauft. Weißt du nicht, ob das so schlau war? Ich kann es dir leider nicht genau sagen. Vielleicht wissen es die beiden. Also ich weiß, welche du meinst, aber ich habe sie halt immer verkauft. Toll. Gegen Adlo kann ich fliegen. Unten wird gekämpft. Die sind irgendwie von EA für Collectors Edition oder so. Hab sie per Post bekommen. Dann haben die irgendeinen Inhalt. Aber es gibt auch noch andere Schokobo-Federn, meine ich. Welche, die man tatsächlich von Mobs kriegt. Dann weiß ich es noch weniger. Allerhöchstens mal googeln. So mache ich das mit ganz, ganz vielen Sachen. Bevor ich die Gilde gegründet habe, auch. Ich habe mir sämtliche Sachen im Internet angeguckt, weil ich keinen Plan hatte. Ich bin immer noch bei 180. Ich muss das mal verfolgen, durch was ich jetzt tatsächlich Punkte sammle und was nicht. Wie gesagt, durch Inis kriege ich keine. Westen. Ja, das Ding weiß ich, dass das da oben ist. Da komme ich nicht hin. Da ist nichts für mich. Noch nicht, jedenfalls. Dahin. Tada. 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 Hier kommen bald einige große Wiesel. Ja. Wie viele sind es jetzt? Wieder drei. Hi.
sag genau. Dann haben wir jetzt. Nein. Einmal wieder zurück. Ja! Und dann hab ich mich so arschlangsam mit dem Ding. Viecher. Eigentlich bei der Strecke, die das Viech schon hinter sich hatte, müsste es eigentlich schon mega viel abgenommen haben. Vor allem kriegt er noch nicht mal was zu essen. Kommt dann mal hier an den Skisa-Blatt dran. Muss ich hin, da muss ich hin. Gehe noch schon. Hallo, was hältst du? Ich hab's auch mal geschafft. Bin auch wieder da. Mit der Vorhersage brauche ich nicht. Ach ja. Ja, wir freuen uns. So, was habe ich jetzt gekriegt? Was kriege ich dafür, dass ich gewonnen habe? Oh. Und bei dem Himmel müssten Luna und ich erstmal Fotos machen. Und Luna ist gerade selber nicht da. Luna kommt wahrscheinlich erst später. Und Duft ist heute auch mal nicht da. Okay. Also heute bei keiner seelischen Unterstützung von Duft. Ich glaube, der spielt freitags immer irgendwas anderes. Mit ein paar Leuten. Weiß noch gar nicht, ob er es spielt oder nicht. Das weiß ich gerade gar nicht. So. Ja, die Jagd war ganz erfolgreich. Was nehmen wir denn? Ja, komm, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Was ist hier für einer? Ja, aber ich habe halt die Klasse noch nicht, ne? So, jetzt will ich einmal nachgucken. Ja, okay, durch Hauptstory steigt es auf jeden Fall. Das ist gut. Bitte ist gut. Dann weiß ich, dass ich die Punkte. Warum krieg ich nichts für meine Klasse, ey? Jetzt da rein. Okay. Ah, da hinten. Gefunden! Kannst du ihn nicht verstecken? So.
Was ich halt blöd finde, ist, dass man nicht auf diesen Reittieren auch mit den Leuten sprechen kann. Davon, dass es einen XP-Bonus Ohren für die Vorbestellung für Endworker gibt. Das wir machen. Ja, stimmt. Die gibt es. Ich habe es mir Gott sei Dank schon vorbestellt. Ich glaube, Anfang Juni hatte ich mir das schon vorbestellt. Möglicherweise. Ich glaube, dieses Jahr ist sowieso bei mir das Jahr der Vorbestellung. Ich kaufe mir selten zurzeit ein Spiel so, was schon draußen ist. Dieses Jahr bestelle ich mir fast nur vor. Ich habe mir ein paar für 5 Euro, irgendwo, ich glaube 10 Spiele im Summer Sale gekauft. Aber das war's dann auch schon. Und ansonsten... Von ESO das neue Addon hatte ich mir vorbestellt. Das war, glaube ich, im Januar. Endwalker vorbestellt, Tales of Arise vorbestellt, die Final Fantasy Spiele vorbestellt und Life is Strange hatte ich mir vorbestellt. Den dritten sowie die 2 Remastered. Aber ich bin bei 8 oder 9 Spielen. Und das Jahr ist noch nicht rum. Alles zusammen gespart. Okay. Wir müssen noch mehr zusammen suchen. Auf Tales of Arise freue ich mich echt mega. Hab ja gestern nochmal den Trailer zu angesehen. Glaube ich auch das erste sein, was wir neben Blackwood von ESO direkt zum Release spielen. Nope. Den schüchternen Jungen brauchen wir nicht, da hinten ist noch was. Auf Tales of Arise. Das neue Tales of Spiel. Kommt am 10. September. Ja, 10. September. Da freue ich mich drauf. Ich bin nämlich auch gerade als Let's Play Tales of Vesperia. Ich liebe die Tales of Raya. Wie toll. Ja, wir haben die Fladen gefunden. Hier. Gönn dir. Mist. Müsste ich jetzt eigentlich einmal kurz im Nebenraum und Taschenbücher holen. Ich hab ja auch keins. Aber viele Kinder sieht man hier, glaube ich, nicht. Nur noch, glaube ich, Kinder da stehen, oder? Ich war ja auch am Überlegen, ob ich mir einmal... Also bevor ich den Charakter hier erstellt hatte, eine Aura erstelle. Aber ich war dann doch eher für die Katzen. Ich wollte dann doch eher eine Katze haben. Ist so schön.
Meine FF14-Playlist wird auch immer größer. Ich mag ja auch allgemein diese asiatische Musik. Im asiatischen Ressort war das mal richtig geil. Also ich habe FF14 über Steam. Ist das auch mit dem Vorbesteller-Boni? Ich meine ja. Also ich habe es auch über Steam vorbestellt. Ich meine, ich habe auch die Boni. Dann. Das ist... Warte mal. Guck einmal ganz kurz nach. Ist ja kein Beinbruch gerade. Also ich konnte es mir ja sowieso nur über Steam holen, weil ich mir das andere auch über Steam geholt hatte. Eigentlich müsste das da auch mit drin sein. Eigentlich. Das Bonusgegenstände zu bekommen. Yep. Yep, die Boni sind auch dabei. Die gibt es da auch über die Version. Meine ich. Apropos, wo wir jetzt hier gerade mal bei Dingen sind. Ich kann mal gerade gucken, ob ich noch irgendwas anderes habe. Ich weiß, ich könnte auch auf Optimieren gehen, aber. Immer gucke ich immer lieber selber. Nee. Hier gibt es gerade nichts, was ich brauche. Was ich haben möchte. Sag nochmal ganz kurz meinem Schatzi. Tschüss. Bitte 20 Sekunden wieder da. Dann kann ich mir nämlich auch einmal ganz kurz mein Taschentuch holen. Kannst du dann bis Stufe 70 nicht die zusätzlichen 30 XP anlegen? Könnte ich machen. Aber der Char, also der hier, mit dem ich quasi dann Endwalker spielen will, beziehungsweise mit dem ich dann auch Shadowbringers eigentlich spielen möchte, ist schon 69. Der ist durch Heavensward schon komplett überlevelt durchgegangen. Und wäre, oder war auch schon fast überlevelt für Stormblood. Deswegen lege ich das nicht an. Beziehungsweise mache ich es halt einfach nicht. Weil... Wozu brauche ich einen XP-Bonus? Die gute Dame. Also die gute Klasse hier ist schon. Fast auf 30. Da brauche ich nur noch 3-4 Inis vielleicht, wenn überhaupt, und dann bin ich schon auf 70. Und für die anderen Klassen, ja, Tänzer brauche ich auch nicht, ist auch fast. Und das sind eigentlich meine, also das hier ist sowieso mein Main. Und das hier ist eigentlich nur für Stormblood jetzt gewesen. Und alle anderen sind halt wirklich nur so zum Nebenher-Leveln. Ja, so als Notfall, als Reserve über die ganzen kleinen Indies. Und da level ich schon mehr als genug durch. Also tatsächlich brauche ich eigentlich diesen zusätzlichen 30 XP gar nicht. Ich level eigentlich schon soweit ganz gut. Allein mit dem Mönch habe ich gestern 3 Level gemacht. Ne, 4 sogar. 4 Level. 4 Level durch 2 Indies. Also... kann mich nicht beklagen, was die XP angeht. Allein schon, weil ich ja auch noch hier die Essensration hier immer mitnehme. Deswegen bin ich da eigentlich ganz zufrieden mit.
weiß aber auch gar nicht, wo die Dinger mit den 30 XP sind. Die habe ich wahrscheinlich ins Lager gelegt. Wie ich mich kenne. Müssten im Lager sein. Meine. Ich habe nämlich ein bisschen aussortiert gehabt jetzt die letzten Tage. Ja, ist im Lager. Bin nicht mehr drin. Habe ich jetzt Lager geräumt. Wenn. Wie so einige andere Sachen auch. Habe auch ein paar Outfits, die... Oder zumindest ein Outfit, was glaube ich drauf 30% gibt. Ist das hier? Ab dieser Stufe... Ab der Stufe 30, okay. Stufe 30 gibt das hier auch 30%. Irgendein Ding habe ich hier sonst auch noch. Also wie gesagt, ich kann mich da überhaupt nicht beschweren, was die Level angeht. Bis Endwalker habe ich alles auf 80. Na, alles nicht. Die Tanks sowieso nicht. Und die Berufe wie Fischer, Zimmerer und so weiter auch nicht. Das wird so ein Nebending. Aber was ich auf jeden Fall auf 80 kriegen werden sollte, wird der Bade. Wahrscheinlich der Tänzer. Eventuell auch der Weißmagier. Das andere wird vielleicht bis Ende des Jahres 80 sein. Mal gucken. Was uns doch alles erwartet. Aber geht's wie gesagt recht schnell. Ich glaube, am schlimmsten sind die letzten Level. Allerletzten. Die weite Reise muss sie sehr erschöpft haben. Dazu die große Verantwortung, die auf ihren Schultern lastet. Kein Wunder, dass sie sofort eingeschlafen ist. Auch Prinz Hien und Herrn Gosetsu würde ein wenig Ruhe vor dem Kampf guttun. Doch sie schienen es sehr eilig zu haben, nach dem Essen wegzukommen. Ich frage mich, wohin sie gegangen sind. Ha! Kampfübung. Wie ich sehe, ist eure Wunde gut verheilt. Unkraut vergeht eben nicht. Danke, gleichfalls. Wie haben wir damals gekämpft, als ich meinen Vater verlor und der Trupp des galäischen Prinzen uns vor sich hertrieb? Wir kämpften, was das Zeug hielt. Doch am Ende konnten wir nur noch die Beine in die Hand nehmen und um unser Leben rennen. Tja, das Schicksal hat uns eine zweite Chance gegeben. Wir sind es unseren gefallenen Brüdern und Schwestern schuldig, sie zu nutzen. Ja, du sprichst mir aus dem Herzen. Ha!
ich muss gestehen, eure Kampfkünste sind nicht eingerostet. Im Gegenteil, ihr seid noch besser geworden. Was jammerst du herum? Das ist mein erster Sieg gegen dich. Wie viele Male habe ich in der Vergangenheit gegen dich verloren? Ich reiche noch längst nicht an dich heran. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ihr lebt. Es ist ein Wunder. Ihr lebt. Es ist tatsächlich ein Wunder. Doch ich würde meinen Kopf 1000 Mal hergeben, wenn meinem Volk dafür die Leiden erspart blieben, die es täglich erfährt. Mein tapferes Volk. Es fürchtet den Schmerz nicht. Es ist wütend und bereit, zu den Waffen zu greifen. Und da es mein Schwert forderte, werde auch ich kämpfen. Bis zum letzten Blutstropfen. Doch warum so sentimental, mein Lieber? Du hast dir doch nicht etwa Sorgen um mich gemacht. Bei den Übungskämpfen früher hattest du jedenfalls keine Bedenken, mir am ganzen Körper Wunden und Beulen zuzufügen. Gute Erinnerungen sind das. Nach jeder Niederlage bracht ihr in Tränen aus und eure Mutter musste euch trösten. Und wenn selbst ihre Worte keinen Trost zu spenden vermochten, schlugt ihr mit dem Holzschwert um euch herum, um eurem Ärger Luft zu machen. Und jetzt seht euch an. Aus dem kleinen Wildfang Shun ist ein prächtiger Erwachsener geworden. Ach, hör auf. Wie viele Male habe ich dir gesagt, dass du mich nicht so nennen sollst? Also wirklich, da gewinne ich endlich einmal und habe sogar eine Zuschauerin und er macht den guten Eindruck wieder zunichte. Ihr habt noch genügend Gelegenheiten, euch von eurer besten Seite zu zeigen, wenn ihr zurück in Doma seid. Ich habe gerade gelesen, dass es noch einen Ring für Bonus-XP bis Level 30 gibt. Es gibt, glaube ich, auch sogar noch einen Begleiter. Meine ich. Ich bin aber nicht sicher. Da hast du recht. Das nächste Mal beteiligst du dich aber ebenfalls an den Übungskämpfen. Deine Kampfkünste wollen schließlich auch beurteilt werden. Meine? Diese Anfänger-Arena schnell machen. Anfänger-Arena? Was ist denn für eine Anfänger-Arena? Ich glaube, ich habe gar kein... Hab ich? Das ist gar nicht. Ist das hier irgendwo? Anfänger-Arena, was ist das eigentlich? Achso, okay. Aber eins würde ich einmal ganz kurz nachgucken. Geht sofort weiter, keine Angst. Und zwar mit dem Lehrmeister von den Innis. Ach so. Das mache ich nie. Das habe ich, glaube ich, noch nicht einmal gemacht. Da gibt einem wohl diesen Ring. Ah, okay. Das würde es dann erklären. Einmal den Ich hol mir mal eben einen Döner. Mach das!
Ja. Ich muss einmal ganz kurz was nachgucken. Geht, wie gesagt, sofort weiter. Was nehmen wir denn? Andere brauche ich wahrscheinlich eh nicht. Ja, das sieht cool aus. Das hier? Ist, okay, das sieht auch cool aus. Sieht beides cool aus. Ich will endlich kämpfen. Lass mich kämpfen. Lass mich mitmachen. Bitte. Ich finde, sowas hätten sie auch synchronisieren sollen. Oder zumindest den Text ein bisschen langsamer durchlaufen, sodass man es wenigstens vorlesen kann. Wäre zumindest ganz nett gewesen. Können wir jetzt endlich. Können wir aufbrechen? Ja. Ja, können wir. So, warte mal. So. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ich hoffe, du magst Dungeons. Wenn sie gut sind. Wenn sie gut sind, dann ja. Wenn nicht, dann nicht. Ah, da. Hallo, Lies.
Wir müssen die ganze Zeit mit dir reden. Mädel, kannst du nicht einfach mal einen Satz mit mir sagen und dann gehen wir einfach weiter? Einfach treffen wir uns an Ort und Stelle? Bleib ja da, wo du bist. Okay, jetzt einmal nach da hinten. Du dicker schwarzer Schokomoppel. Na, der muss ja auch mal abnehmen.